So, im nächsten Abschnitt soll es um die Bauteile gehen, aus denen oder die Unterbauteile, aus denen die Fassade zusammengesetzt ist. Das heißt, wir reden da im Prinzip von Pfosten und Riegeln und den Fassadenelementen. Haben wir ja gerade schon mal eins angeklickt gehabt. Und auch da haben wir natürlich verschiedene Platzierungsmodi. Es gibt auch noch Spezialbauteile, die man in Fassaden einfügen kann, also sprich Fensterflügel und Türflügel. Und das wollen wir uns eben anschauen. So, ich habe also hier ein Stück Fassade und möchte jetzt anfangen, dieses weiter zu differenzieren. Und wir gehen jetzt erstmal weiter vor über die Typeneigenschaften unserer Fassade. Das heißt, wenn ich hier die Fassade nochmal auswähle und Typ bearbeiten sage, dann gibt es hier einige andere Dinge, die wir uns anschauen können. Beispielsweise hier vertikale Pfosten, horizontale Pfosten. Hier können wir im Prinzip festlegen, wie diese Fassade mit Pfosten und Riegeln bevölkert wird. Es gibt in Revit keine Unterscheidung zwischen Pfosten und Riegel, weil das sind alles die gleichen Bauteile. Die heißen hier auch einfach vertikale Pfosten und horizontale Pfosten statt Pfosten und Riegel. Da gewöhnt man sich aber relativ schnell dran. Wichtig ist, was kann ich hier eigentlich einstellen? Ich habe Innentyp, Grenze 1 Typ, Grenze 2 Typ. Was bedeutet das? Innentyp ist im Prinzip jeder Pfosten, in diesem Fall jetzt hier auf den Vertikalen, innerhalb meines Feldes. Und Grenze 1 und Grenze 2 sind einfach links und rechts die Feldränder. Für die horizontalen Pfosten bzw. die Riegel bedeutet das einfach die obere Grenze und die untere Grenze oder die obere Kante und die untere Kante der Fassade, das sind Grenze 1 und Grenze 2. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, unterschiedliche Pfostentypen ins Feld zu setzen im Vergleich zu den Pfostentypen, die quasi an den Rändern setzbar sind. So, ich wähle jetzt einfach hier mal für den Innentyp bei den Vertikalen den Pfosten rechteckig aus und bei den Horizontalen den Pfosten rund. Dann sehen wir direkt, was passiert und gehe auf OK. Und dann können wir hier mal kurz ranzoomen und sehen, okay, alle vertikalen Pfosten, die nicht an den Rändern sich befinden, sind eben jetzt hier mit einem bestimmten Typen versehen worden und alle horizontalen mit einem anderen Typen. So. Ich kann übrigens auch steuern, was jetzt hier durchgeht. Hier standardmäßig sind es eben die vertikalen, die durchgehen. Wenn ich hier nochmal in meine Typeneigenschaften der Fassade gehe, dann sehe ich, es gibt hier eine Verbindungsbedingung. Da steht vertikales Raster durchgehend. Ich könnte die einfach mal umstellen auf horizontales Raster durchgehend. Und dann sehen wir, was passiert. Die horizontalen werden jetzt fortgeführt, während die vertikalen unterbrochen werden. Das heißt, da haben wir also auch eine Kontrolle, wie jetzt die zwei Raster entsprechend miteinander interagieren. Und wir haben auch die Möglichkeit, die Grenzen in diese Regel noch mit einzubeziehen, indem wir sagen, die Grenzen sollen mit dem vertikalen Raster durchgehen oder die Grenzen sollen mit dem horizontalen Raster durchgehen. So, wir nehmen aber das vertikale Raster, das ist, glaube ich, auch eher so der Standardfall und geben uns damit jetzt erstmal zufrieden. So, wenn ich jetzt mir das hier anschaue, da habe ich also ein Stück Pfosten. Wichtig ist, solange oder sobald wir über die Fassadensystem-Typeneigenschaften steuern, mit welchem Pfosten und Riegeln das Ganze belegt ist, haben wir im Prinzip wieder das Gleiche wie bei den Rasterlinien. Die Objekte sind erstmal gesperrt, das heißt, ich kann hier nichts verändern, beispielsweise einen anderen Pfostentyp zuweisen, das geht hier nicht so einfach.
Es sei denn, dass ich hier die Verbindung, die Sperre aufhebe. Das kann ich natürlich machen. Dann sieht man, die Typenauswahl ist jetzt nicht mehr ausgegraut und ich könnte jetzt hier im Prinzip einen anderen Pfostentyp wählen, was natürlich in diesem Fall totaler Blödsinn wäre, aber es ist möglich. Ich mache das aber gerade mal rückgängig, weil ich eigentlich auf was anderes hinaus wollte. Jetzt ist es, komme ich sicherlich nicht mit diesem 6x12 Pfosten hier durch jedes Projekt. Das heißt, ich möchte eigentlich die Möglichkeit haben, weitere Pfosten mir zu erstellen. Dafür kann ich im Prinzip einfach in den Projektbrowser gehen. Gehen hier mal auf in den Familienbereich und es gibt hier, wie man sieht, einen Bereich Fassadenpfosten. Hier habe ich die rechteckigen Pfosten und da ist auch mein 6x12 Pfosten und ich könnte jetzt einfach hier einen neuen Typen von anlegen. Und ich zeige euch jetzt noch eine Methode, wie man neue Typen anlegt, die wir bisher noch nicht gesehen hatten. Sonst haben wir das immer hier gemacht über Typ bearbeiten und duplizieren. Was ich aber auch machen kann, ist, ich kann hier im Projektbrowser direkt rechtsklicken auf das Element und sagen duplizieren. Dann kann ich es entsprechend umbenennen und über Doppelklick das Ding aufrufen und entsprechend jetzt die Eigenschaften ändern. In diesem Fall würde das bedeuten, wenn ich es 6 auf 18 genannt habe, dass ich es dann auch entsprechend 18 cm tief mache. So, und jetzt gehen wir nochmal in unser Fassadensystem zurück und wollen diesen neuen Pfostentyp zuweisen. Das heißt, ich gehe hier auf Typ bearbeiten, wähle mir jetzt für die Vertikalen meinen neuen Pfostentyp aus, 6x18, und für die Horizontalen den 6x12er, bestätige das mit OK und habe jetzt im Prinzip eine Differenzierung von Pfosten und Riegeln in ihrer Tiefe, wenn sowas denn gewünscht ist. Wichtig ist einfach nur zu wissen, ich kann das machen, wenn ich das möchte. Die können natürlich auch unterschiedliche Materialien haben. Das heißt, wenn ich hier in die Typeneigenschaften gehe, dann sieht man, dass ich hier ein Material beispielsweise zuweisen kann. Ich kann auch natürlich die Breite der Pfosten steuern. Wie man hier sieht, gibt es zwei Breiten. Das bedeutet einfach, dass ich in der Regel hier mit gleichen Werten arbeite, damit mein Pfosten zentriert ist auf der Rasterlinie. Wenn ich aber einen exzentrisch gesetzten Pfosten wünsche, kann ich das erreichen, indem ich hier quasi mit unterschiedlichen Werten arbeite für die Breite und dann quasi dafür sorge, dass der Pfosten nicht mehr zentriert auf der Rasterlinie sitzt. Worum es mir eigentlich geht, ist, wenn man hier mal so ein bisschen hinschaut, dann merkt man, alle diese Pfosten sind haben mit beiden Seiten den gleichen Abstand, vielleicht sieht man das auch von oben nochmal besser, also mit beiden Seiten den gleichen Abstand zur Achse des Fassadensystems. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich meine Fassadenkonstruktion hier abändern möchte, muss ich immer im Hinterkopf behalten, dass alles von dieser Raster oder von dieser Achse des Fassadensystems gemessen wird. Möchte ich also beispielsweise hier meine Fassadenpfosten etwas näher an die Glasscheibe bringen, dann müsste ich das über die Typeneigenschaften machen. Typ bearbeiten. Wir haben ein Element, was 18 cm tief ist insgesamt. Ich würde es jetzt einfach mal um 6 cm versetzen. So. Das gilt natürlich dann für alle Elemente diesen Typs, weil wir haben es in den Typeneigenschaften geändert. So, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben es von
seinem Mittelpunkt 6 cm, oder von, das ist auch nicht richtig, wir haben es von der Fassadenachse 6 cm versetzt mit seinem Mittelpunkt. Das heißt, der Abstand von der Fassadenachse zum Mittelpunkt sind jetzt 6 cm. Was das heißt, ist, wenn wir hier einen anderen Pfosten haben, den wir versetzen wollen, dass wir ihn nicht um den gleichen Betrag versetzen, wenn er nicht die gleiche Tiefe hat, sondern eben um einen anderen Betrag. Wir haben also hier ein Element, das ist 18 cm tief. Das heißt, jeder Teil vom Mittelpunkt ist, oder jede Kante hier ist vom Mittelpunkt 9 cm entfernt. Wir haben das um 6 cm versetzt. Das heißt, wir haben hier noch einen Abstand von 3 cm zur Fassadenachse. Wenn wir das Gleiche hier für dieses Element wünschen, dann müssen wir einfach rechnen. Wir haben ein 12 cm tiefes Element. Das heißt, die Hälfte davon ist 6 cm. Wünschen wir immer noch einen Abstand von 3, müssen wir das Ganze dann um 3 cm versetzen. So, und damit hätten wir dann eben wieder auf der einen Seite eine bündige Fläche. Hier kann man es ganz schön sehen. Und dann auf der Innenseite entsprechend die vertikalen Elemente etwas tiefer als die horizontalen Elemente. Das ist sicherlich ganz, ganz wichtig. Was wir auch machen können mit Fassadensystemen, sind gänzlich andere Anwendungsfälle. Stellt euch vor, ihr wollt einen Sonnenschutz machen. Das geht wunderbar mit einem solchen System. Ich werde eben mal zeigen, wie das geht. In meiner Ebene 0 zeichne ich jetzt einfach noch mal ein weiteres Stück Wand davor. Und zwar wähle ich da einfach mal das Fassadensystem Standard. So, gehe wieder ins 3D. Und man sieht, das ist jetzt erstmal überhaupt nicht aufgeteilt. Und wir können dann hier auf Typ Bearbeiten gehen und das Ganze mal duplizieren. Und dann kriegt das einen Namen. So, mein Sonnenschutz. So, und was ich eigentlich möchte, ist, ich möchte für die Horizontalen eine relativ enge Unterteilung haben. Das heißt, ich sag mal, mein maximaler Abstand sind vielleicht 30 cm. Und für die Vertikalen werde ich jetzt erstmal gar nichts machen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt bekomme ich also sowas. Das sieht jetzt noch nicht sehr nach Sonnenschutz aus, aber das kann noch was werden. Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte einfach Pfosten als Sonnenschutzelemente nutzen. Und dafür werde ich mir jetzt einen weiteren Pfostentyp erstellen. Das heißt, ich gehe hier bei den rechteckigen Pfosten im Projektbrowser unter Familien Fassadenpfosten nochmal auf Rechtsklick, duplizieren und nenne das Ganze jetzt irgendwie 3x20 vielleicht. Doppelklicken zum Bearbeiten. Die Dicke passe ich an und sage, das sollen 20 sein. Und ich muss dann natürlich die Breite auch entsprechend so abändern, dass es in der Summe die 3 cm ergibt, die ich hier ursprünglich vorhatte. Einen Versatz wünschen wir in diesem Fall nicht, das heißt, den können wir auf 0 setzen und das Ganze dann mit OK bestätigen. Wieder zurück in unser Fassadensystem. Wir gehen auf Typ Bearbeiten und wählen dann für die horizontalen Pfosten, für den Innentyp unseren Pfosten rechteckig. Und wir können das eigentlich auch direkt für die Grenzen auch machen. Ach nee, das können wir uns auch sparen.
sagen einfach mal okay. So, und jetzt habe ich hier einen wunderbaren Sonnenschutz, der natürlich noch gewisse Mankos aufweist, aber um die kümmern wir uns jetzt direkt im Anschluss. So, möchte ich beispielsweise, dass dieser Sonnenschutz gekippt ist, können wir uns eine weitere Eigenschaften dieser Pfostenfamilien zunutze machen. Ich gehe hier mal gerade in die Typeneigenschaften. Das ist also hier unser Pfostentyp 3x20. Wir haben hier einen Winkelparameter und wenn ich den beispielsweise auf 25 Grad setze und auf Anwenden gehe, dann haben wir die Möglichkeit, unsere Profile zu verkippen. Und das ist natürlich dann im Rahmen der Erstellung eines Sonnenschutzes Gold wert, weil ich dann einfach entsprechend eine gewisse Neigung hier in die Bauteile reinbringen kann. Was mich jetzt natürlich noch stört an der Stelle, sind diese Glaselemente, die überall dazwischen sind. Und das kriegen wir nachher auch noch weg. Ich wollte nur zum Thema Pfosten noch ein paar abschließende Sachen sagen. Und für den Zweck werde ich einfach mal hier unseren Sonnenschutz kurz zur Seite schieben. So, wir haben also auch wieder die Möglichkeit, Pfosten manuell zu platzieren. Das heißt, wenn ich beispielsweise hier an dieser Stelle irgendwo noch weitere Pfosten hinzufügen möchte, habe ich hier das Werkzeug Fassadenpfosten unterhalb von Architektur und könnte damit jetzt hier rechts ist das Werkzeug für alle ganz bequem, damit kann ich direkt auf alle Rasterlinien was setzen, aber sowas macht man eigentlich in der Regel besser über die Typeneigenschaften. So, aber ich habe hier die Möglichkeit, zum Beispiel auf der gesamten Rasterlinie, zum Beispiel hier auf der Randlinie, auch nochmal manuell etwas abzusetzen oder nur auf einem Segment, zum Beispiel hier oder hier oder hier. Und ich habe natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, hier in ein entsprechendes Element reinzugehen, dann die Verbindung oder die Sperrung zu lösen und dieses zum Beispiel einmal mit einem neuen Typen zu versehen oder auch über Entfernen das Element komplett wegzumachen. Was wichtig ist, sobald ich hier in den Typeneigenschaften einer Fassade bestimmte Standardprofile eingestellt habe, bedeutet das auch, wenn ich jetzt hier mit einer neuen Rasterlinie irgendwo komme, dass diese direkt wieder mit Pfosten befüllt wird. Das heißt, das ist eigentlich die effizienteste Art zu arbeiten, ist tatsächlich die Pfostentypen direkt in den Einstellungen des Fassadentyps auszuwählen, weil man sich damit natürlich sehr viel Handarbeit sparen kann. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, ich habe bei den Pfosten einen Auswahlmodus, den ich nicht bei vielen Bauteilen habe. Wenn ich hier mit Rechtsklick drauf gehe, dann habe ich hier unter Pfosten auswählen, diverse Auswahlmodi, um beispielsweise jetzt alle Pfosten, die auf dieser Rasterlinie sitzen oder alle Pfosten, die in dieser Reihe von Elementen horizontal sich befinden, auszuwählen und sie dann entsprechend zu entsperren oder zu verändern und so weiter. So, das sollte eigentlich zum Thema Pfosten alles Wichtige sein. Damit können wir hier nochmal zurückkommen zu unserem Sonnenschutz. Und das ist eigentlich eine schöne Überleitung zum Thema Fassadenelemente. Weil was hier bei unserem Sonnenschutz wirklich noch nicht so toll aussieht, ist die Tatsache, dass wir hier eben noch Fassadenelemente dazwischen haben, was wir eigentlich gar nicht wünschen. Ich schiebe das Ganze jetzt hier nochmal vor unsere Fassade davor. Das eben
quick and dirty. So. Also wir wollen ja eigentlich nur die Lamellen haben und der ganze Fassadenelementkram hier interessiert uns nicht. So, wie kriegen wir das geregelt? Nun, genauso wie wir Pfosten für ein Fassadensystem voreinstellen können, können wir auch Fassadenelemente voreinstellen. Das heißt, wenn ich hier nochmal in die Typeneigenschaften gehe, der Fassade, dann sehe ich hier rechts direkt oben das dritte Element oder das dritte Attribut, was ich verändern kann, heißt Fassadenelemente. Und hier habe ich die Möglichkeit, etwas anderes auszuwählen. Und wie man hier direkt sieht, ich kann auch ganz normale Wandaufbauten als Fassadenelemente verwenden. Das kann manchmal auch sehr praktisch sein. Ja, und dann gibt es hier eben so alles Mögliche an Elementen, die ich auswählen kann. Zum Beispiel hier eine Holzverschalung. Ich gehe mal auf Anwenden, dann bekomme ich sowas. Alles schön und gut. Aber was, wenn ich da gar nichts haben möchte? Ich kann hier natürlich sagen, keine. Gehe auf Anwenden. Da passiert gar nichts. Da wird einfach dann das Letzte, was ich voreingestellt habe, wird behalten. Das heißt, wir brauchen letzten Endes ein anderes Element als die Elemente, die uns hier zur Verfügung stehen. Und das können wir folgendermaßen machen. Ich gehe einfach mal hier auf eins dieser Fassadenelemente, Typ bearbeiten. Und dann gehe ich auf Laden. Und das bringt mich zu unserer Objektbibliothek. Und dort habe ich einen Ordner Fassadenelemente. Und wenn ich da drin suche, dann finde ich dort dieses Element hier. Leeres Element. Und das ist genau das, was wir brauchen. Wenn ich hier das also zuweise, dann sieht man, ich habe an der Stelle jetzt plötzlich gar keine Geometrie mehr. Und das ist natürlich etwas, was wir dann wunderbar wieder über das gesamte Fassadensystem steuern können. Ich habe jetzt hier eben nur ein Fassadenelement damit verändert. Wenn ich hier wieder auf Typ bearbeiten für das Fassadensystem gehe, dann kann ich hier bei Fassadenelemente einstellen, leeres Element, wo haben wir es, da ist es, anwenden. Und damit sind wir plötzlich frei von jeglichen Fassadenelementen und haben einfach ein Stück Sonnenschutz jetzt vor unserem Gebäude davor stehen. Und es ist natürlich ein einfaches, hinterher hinzugehen und dann auch nochmal zu sagen, ich möchte jetzt das Ganze etwas dichter haben, beispielsweise alle 20 cm eine Lamelle. So kann man auch sehr schnell eigentlich verschiedene Varianten dann testen, ohne dass man sich irgendwie zu Tode modelliert. So, was kann man noch sagen über Fassadenelemente? Wichtig ist, glaube ich, auch, wenn ich hier einzelne Elemente ändern möchte, kann ich das machen, indem ich in die Elemente reintabbe, wenn ich sie nicht sofort zu fassen kriege. In der Regel wird mir hier erstmal das Fassadensystem als Ganzes angezeigt, also einmal Tab bringt mich dann zum jeweiligen Element. Ich hatte eingangs erwähnt, dass es bestimmte Spezialelemente gibt, wie Türen und Fensterelemente. Die finde ich hier in der Regel dann ganz unten bei der Typenauswahl und kann beispielsweise dann hier dieses Stück Verglasung gegen ein Stück Glastür austauschen. Diese Türen und Fensterelemente, die ich hier verwende, kann ich mit diesem und mit diesem Werkzeug, also mit dem Standard-Tür- und Fensterwerkzeug, nicht in massive Wände platzieren. Das sind also separate Familien, die wirklich nur für den Einsatz in einer Fassade gemacht sind und sich nicht einfach in einer massiven Wand platzieren lassen. Und auch diese würde ich einfach über das Fassadenelement selber laden können. Das heißt, wenn ich hier wieder auf Laden gehe, innerhalb des Fassadenelements, diese Elemente finde ich hier in dem Ordner Fassadenelemente. Das heißt, hier sieht man beispielsweise, es gibt noch ein paar
Türtypen, die jetzt nicht im Projekt geladen sind. Und draußen in Weiten des Internets gibt es natürlich noch diverse weitere. So, aber das sind im Prinzip so die wichtigsten Themen zu der Fragestellung, wie kann ich jetzt eigentlich das Ganze irgendwie mit Unterelementen, also sprich mit Pfostenriegeln, Fassadenelementen, differenzieren. Und eben hatte ich es schon erwähnt, aber hier nochmal der Hinweis, ich kann also auch wirklich mit Wandelementen arbeiten. Das sieht jetzt hier an der Stelle natürlich total beknackt aus, aber stellt euch einfach vor, ihr hättet eine Fassade, die irgendwie gerastert ist und aus unterschiedlichen Wandelementen besteht oder Wandelementen mit unterschiedlichen Oberflächen, dann ist das Fassadensystem ein durchaus probates Mittel, um so eine Wand vernünftig herzustellen und trotzdem mit komplexen Wandaufbauten und so weiter arbeiten zu können. So, und das sollte den Abschnitt zum Thema Fassaden abschließen.